Bochumer Sportvereinen, nämlich des Sportvereins Bochum 48 von Germania 06 und TuS Bochum, wobei diese ursprünglich des Vereins auf das Jahr 1848 zurückreichen. Der Aufsteiger aus der zweiten Bundesliga ist seit 11 Jahren dort und dieses Jahr endlich wieder aufgestiegen. Herzlich willkommen in der Bundesliga. Wen lieben wir? Stadion an der Castroper Straße ist die Heimstätte des VfL Bochum. Hier, wo das Herz doch zählt, eines der schönsten und ältesten Stadien Deutschlands. In Kürze folgen die Aufstellungen. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Herzlich willkommen hier aus dem Brixener Stadion, der Raiffeisen Arena in Brixen in Südtirol am wunderbaren Fischzuchtweg. Der heißt wirklich so und ja, passend zum Wetter, wir würden gerne derzeit hier alle eine Fischzucht betreiben, denn 32 Grad und zwar die nur im Schatten. In der Sonne ist es noch viel wärmer. Wunderbares Wetter hier in Südtirol, top äußere Bedingungen und das Ganze jetzt zum internationalen Freundschaftsspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und Parma Calcio 1913, was auch immer 1913 auf Italienisch heißt, ich kann es nicht aussprechen. Ihr seht es unten rechts, Kronplatz Bruneck ist der Presenter dieses Streams und das kommt nicht von ungefähr, denn diese wunderbare Ferienregion Kronplatz ist der Gastgeber unseres diesjährigen Trainingslagers, ein wenig mit Verspätung angetreten. Eigentlich sollten wir hier schon im letzten Jahr aufschlagen, aber ihr wisst es alle, die Corona-Problematik hat das Ganze verhindert. Ja, ein bisschen Stimmung gibt es auch. Gerade sind so in meinem Rücken außerhalb vom Stadion ein paar Parma-Ultras vorbeigezogen. Pyrotechnik gibt es dazu, schöne Gesänge. Das heißt also auch außerhalb des Stadions ist für Stimmung gesorgt. Auf den Rängen auch, wie ihr gerade seht. Und jetzt werden wir auch noch ein bisschen nass. Das ist schön. Da die Rasenspringeranlage auch mal hier eben kurz auf die Elektrik rüberfunkt. Sehr gut, denn auch im Vorfeld gab es hier elektrische Probleme. Insofern, falls der Stream zusammenbricht, kann es gerade sein, dass das daran liegt, weil hier jetzt gerade für einen kurzen Moment alles unter Wasser gesetzt worden ist. Da seht ihr die Parma-Fans außerhalb. Warum sind so viele da? Obwohl der Parma Calcio abgestiegen ist in die Serie B. Es gibt einen Namen, der als Grund dafür herhalten muss und der heißt Gianluigi Buffon, Welttorhüter, Superstar und Parma-Ikone, ist zu seinem alten Club zurückgekehrt. Von 1995 bis 2001 hat er schon mal 168 Spiele für Parma bestritten. Nun ist Gigi Nazionale wieder zurückgekehrt. Das führt auch dazu, dass es eine Majorität von Parma-Fans hier im Stadion gibt. VfL-Fans, ihr habt es gerade gesehen, sind auch da und das ist die Aufstellung, die Thomas Reis für die heutige Partie aufgeboten hat. Im Tor natürlich Manuel Riemann mit den Verteidigern Christian Gamboa, Danilo Soares, Saulo De Carli innen an der Seite von Vassileios Lampropoulos mit der Nummer 24 im Mittelfeld, dann Robert Tesche, davor Patrick Osterhage und Toto Lucia, unser Capitano, und in vorderster Reihe links Christopher Antwiadjei, in der Mitte Sylvain Gongula und rechts Neuzugang Takuma Asano, unser Jaguar aus Japan, heute wieder von Beginn an. Zur Bank kommen wir später, kommen wir auch zu denen, die nicht dabei sein können. Und das ist seit neuestem auch tatsächlich Herbert Bockhorn. Der musste leider am Dienstag schon die Heimreise antreten, fühlte sich schlapp und ist zu weiteren Untersuchungen erstmal nach
Bochum beordert worden. Und da ist der Mann, der natürlich das Interesse nahezu aller hier auf sich zieht. Gianluigi Buffon, Weltmeister, italienischer Meister, französischer Meister, Welttorhüter, Pokalsieger noch und nöcher, über 500 Spiele für Juve, 176 Länderspiele für Italien, eine Ikone, eine Legende, und ist schon mal ganz gut zu sehen, dass unsere Jungs heute versuchen werden, ihn zu überwinden. Das ist die Aufstellung: der Italiener Gianluigi Buffon im Tor, Simon Sohm, ein Schweizer mit nigerianischem Hintergrund, Botok Balog, ein Ungar, Rodrigo Lautaro Valenti, Riccardo Gaiolo, Juraj Kutsko, soeben noch von der Europameisterschaft zurückgekehrt, Dennis Mahn, ein Rumäne, höchster Marktwert in der Mannschaft mit 10 Millionen, Juan Francisco Brunetta, Adrian Benedicak, ein polnischer Stürmer, Stanko Juric und Daniele Jacoponi. Parma in Weiß und Schwarz, von links nach rechts, der VfL in Flutlichtblau. Und Schiedsrichter der Partie, da habe ich leider nur den Nachnamen, das ist Signore Nicolini. Und der gibt die Partie frei, VfL mit Anstoß. Und sofort über Danilo Soares und Jimmy Antwi Adjei. Vorstoß von Parma. Über die rechte Seite. Ball flach nach innen und gleich die erste Torchance. Vorarbeit von der Nummer 8, Juan Francisco Brunetta. Und in der Mitte, gerade zwar groß zu sehen, aber ich konnte es nicht sehen, könnte Dennis Mahn gewesen sein, der den Ball knapp vorbeisetzt. Nach noch nicht mal einer Minute der schöne Hallo-Wach-Effekt. Parma soeben aus der Serie A abgestiegen, sang- und klanglos als Tabellenletzter, nachdem man zuvor 3 Jahre lang die Klasse halten konnte. Nun also ein Neuanfang in der Serie B, auch mit neuem Coach. Nicht nur Gigi Buffon im Tor, auch mit neuem Coach. Enzo Maresca heißt der gute Mann. Internationale Erfahrung, Italiener, der für den FC Sevilla UEFA-Pokalsieger wurde, unter anderem eine glorreiche Zeit dort eingeläutet hat. Parma, sein zweiter Cheftrainerposten. Der erste war die U23 von Manchester City seit dieser Saison neu. Und Parma wieder im Vorwärtsgang. Dennis Mahn. Der war es dann übrigens gerade nicht mit der Torchance. Das ist Simon Sohm. Benedicak lässt prallen, stand aber zuvor im Abseits. Innenverteidigung, wie gesagt, heute Saulo De Carli und Vassileios Lampropoulos. Jimmy Antwi Adjei, seinen Kollegen entwischt, allerdings dann anstelle eines Volltreffers. Leider ein Luftloch. Erste Gelegenheit für den VfL. Langer Ball von Manuel Riemann hinten heraus. Und Parma. Mit der 6, Capitano Juraj Kutsko oder Kutsko, wie er bei der Europameisterschaft ausgesprochen wurde. Für die Slowakei dort im Einsatz nach der Vorrunde war Schluss. Eine 0:5 Niederlage gegen Spanien beendete das slowakische Euro-Abenteuer. Der VfL mit Offensivpressing. Gigi Buffon mal ganz lässig den Ball auf der Torlinie weitergespielt. Und wie man gerade sah, dort hinten ist zumindest erstmal gut gewässert. Als wir ankamen, war der Platz furztrocken. Inzwischen hat man das gut nachgeholt. Und auch die Wassermassen, die jetzt gerade hier auf meinem Schreibtisch gelandet sind, sind mittlerweile schon wieder verdampft. Osterhage. Schöne Hereingabe, leider kein Abnehmer. Stattdessen Parma. Stanko Juric mit der 10, ein Kroate. Kutska. Und Ball im Aus. Ja, harte Arbeit stand hier auf dem Programm bei Thomas Reis und seinen Jungs. Das Ganze richtig schweißtreibend.
Da haben nicht nur allein die hohen Temperaturen hier in dieser wunderbaren Ferienregion Bruneck-Kronplatz für gesorgt, sondern auch natürlich die Arbeit auf dem Platz. Selbst die Krafteinheiten konnten auf dem Platz durchgeführt werden. Top-Bedingungen bis hierhin. Der VfL im Vorwärtsgang. Antia J. Lucia raus auf Christian Gamboa. Erster Einsatz für unseren Costa Ricaner seit der vergangenen Saison. Soll jetzt langsam hier wieder ans Team herangeführt werden. Gestern Interview mit ihm, sehr, sehr unterhaltsam. Er verglich das Abenteuer Bundesliga, wie wenn man 11 Tassen Kaffee trinken würde, für einen Mann aus einem Kaffeeland. Natürlich ein sensationeller Vergleich. Zweite Liga, sagte er, das sind so 7 Tassen Kaffee. Erste Liga, das sind schon mal 11. Also Gambo ist schon wieder on fire. Allerdings sagte er selber, rein körperlich bin ich erst bei 60%. Und insofern wird auch er erstmal heute hier nur eine Halbzeit bestreiten. Temperaturen, wie gesagt, hoch. 32 Grad immer noch, trotz der späten Zeit. Guter Ball. Und leider Probleme bei der Ballmitnahme von Asano, der allerdings dabei auch getroffen wurde, von einem sehr, sehr hohen Bein. Keine Reaktion der italienischen Referees. Dennis Mahn. Schusschance für denjenigen, der vorhin die Topchance für Parma vorbereitet hat, Juan Francisco Brunetta. So, da haben wir es nochmal in der Wiederholung. Asano mit der Annahme, hohes Bein von, ich glaube, Kutzka war es, kein Pfiff von Signore Nicolini. Manuel Riemann, einer derjenigen, der hier von unseren Fans, die vor Ort sind, am meisten gefordert wird, was Foto- und Autogrammwünsche angeht. Das Ganze natürlich immer noch unter den zu respektierenden Sicherheitsabständen, aber dennoch zeigt sich der VfL und seine Spieler den Fans hier, die vor Ort sind, gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen. Wir sind hier wunderbar aufgenommen worden, wirklich alle sehr, sehr herzlich. Brunetta. Silver Gonvula gegen Gigi Nazionale. Takuma Asano. Und Aufbau von Parma. Mit der Nummer 3 bei Parma, Boton Balog. Ein Ungar. Faulan. Kutzka, die beiden Kapitäne unter sich. Toto Lucia und der 34-jährige Slowake. 35-jähriger Franzose trifft auf 34-jährigen Slowaken. Ergebnis Freistoß für Parma. Langer Ball auf den vermutlich schnellen Außen, aber Gambo zeigt, dass er nicht ganz so viel verlernt hat, trotz der langen Pause, und grätscht den Kollegen erstmal humorlos ab. Foul. Wieder ein Kutzka. Ja. Freistoß für die Weiß-Schwarzen. Erste gute oder nächste gute Gelegenheit, ein Kopfball, aber Manuel Riemann packt sicher zu. Achte Spielminute noch, diese Chance für Benedicak war es wohl. Popolos, Toto Lucia. Der davon ausgeht, dass er auch weiterhin Kapitän des VfL bleibt. Schöner Vorstoß jetzt über Takuma Asano. Silver Gonvola leider einen Schritt zu weit.
kommt den Ball leicht in den Rücken gespielt. Und auch Jimmy Antwiadjei kommt nicht ran. Dennis Mahn. Wie gesagt, Transfermarkt.de weist ihn mit 10 Millionen Euro Marktwert aus. Damit höchster Marktwert all derjenigen, die hier gerade auf dem Platz stehen. Auch wenn das eher nur eine virtuelle Spielerei ist. Kuzka. Brunetta. Bollock. Zur Ferienregion Kronplatz Bruneck, die ihr hier unten eingeblendet seht, werde ich euch gleich noch was erzählen. Nur für die, die in Geografie noch nicht so bewandert sind. Ich muss gestehen, in dem Falle gehörte ich auch dazu. Der Kronplatz, das klingt so nach dem Stadtzentrum, ist aber der Berg, der der Region hier den Namen gibt. 2275 Meter hoch. Wer unsere sozialen Medien verfolgt hat, weiß, dass Manuel Riemann und Toto Lucia gleich am Montag den Berg einen Besuch abgestattet haben. Und die Fans, die hier vor Ort sind, waren das gestern. Dennis Mahn jetzt über die rechte Seite. Danilo Suarez erstmal nur hinten dran. Mahn und Manuel Riemann. Und Doppelchance für die Italiener. Den ersten entschärft Manuel Riemann. Beim Nachfassen rettet kurz vor der Linie, ich weiß gar nicht, wer es war, Lampropoulos vielleicht. Wir werden mit Sicherheit gleich die Slow Motion bekommen und uns diese Doppelchance anschauen. Dennis Mahn bleibt da erstmal liegen. So, das Duell Mahn gegen Suarez. Ausgetanzt. Riemann steht stabil. Brunetta und vor der Linie Vassilos Lampropoulos oder Vassilis Lampropoulos rettet. Chancenplus also bis dato für den italienischen Zweitligisten. Der VfL zum zweiten Mal in dieser Vorbereitung richtig gefordert. Nach dem Duell gegen den BVB am vergangenen Samstag, das ja wieder erwarten über 90 Minuten ging, weil der MSV Duisburg leider passen musste beim Schau ins Land Reisen Cup der Traditionen. Und zuvor die Spiele gegen den Bonner SC 6:0 und der Auftakt gegen Felbert mit 9:0 ja auch recht deutlich gestaltet worden. Und dann dieser Spezialtest gegen den SC Verl, der insgesamt 2 Stunden dauerte und 3:3 endete. Nun also mal ein Gegner von internationalem Format. Man kennt die Zielsetzung von Parma nicht so genau, aber angesichts dessen, was sie sich hier zusammengestellt haben und aufbieten, gehen wir mal ganz schwer vom sofortigen Wiederaufstieg aus. Jetzt links. Patrick Osterhage, Neuzugang von BVB 2. Wird energisch abgeräumt und einen Eckball bekommt er dafür auch nicht. Botond Borlock war der Kollege, der Osterhage dort resolut abgeräumt hat. Die Tribüne hier in der Raiffeisen Arena in Brixen, fast 1000 Leute, 250 sind heute zugelassen. Wie gesagt, die Majorität auf jeden Fall auf Seiten von Parma und auch außerhalb, wie man deutlich hört und auch anhand der Pyrotechnik riecht, ist Parma eindeutig in der Mehrheit. Aber hier auf dem Platz jetzt gerade der VfL im Vorwärtsgang. Schöner Ball von Robert Stescher auf Christian Gamboa, gute Flanke, aber wer war es? Asuma, da einen Kopf zu klein an der Außenlinie, Antwiadjei auf Suarez. Und jetzt gibt es Ecke für den VfL. Takuma Asano läuft zur Ausführung. Wir sahen ja inzwischen schon nach dem Weggang des Standardspezialisten
Robert Joule. Einige, die sich an den Standards auch schon erfolgreich probiert haben. Eduard Löwen, Milos Pantovic, Danilo Suarez waren schon darunter. Jetzt Takuma Asano. Hoch hinein, Buffon und dann im Nachfassen Christopher Anfiadjei mit einem Kopfball fast von der 16-Meter-Markierung. Aber kein Problem für den 43-jährigen Schlussmann von Parma Calcio, die schon wieder im Vorwärtsgang sind. Botum Balog muss den Ball erlaufen. Dennis Mahn holt ihn sich noch. Simon Sohm, Schweizer mit nigerianischen Wurzeln. Vergangene Saison für 6,4 Millionen. Verpflichtet, ausgebildet beim FC Zürich. Und wenn man die Summen hört, merkt man, in was für einer Sphäre. Parma Calcio, ehemals AC Parma, respektive FC Parma. Nach zwei Insolvenzen, jetzt Parma Calcio, 1913 genannt. In welchen finanziellen Dimensionen sich Parma bewegt, auch möglich dank eines Präsidenten, der gleichzeitig auch Investor ist. Kyle Kraus heißt der gute Mann. Und der gute Mann heißt Manuel Riemann. Punktgenaues Zuspiel für Anfiadjei, Foul an Jimmy und Freistoß für den VfL. Jimmy Anfiadjei, auch eine Stimmungskanone, nicht nur flott auf dem Platz, sondern auch flott mit dem Mundwerk. Richtig guter Junge, gebürtiger Hagener, also einer aus dem Pott. Neuzugang vom SC Paderborn, sorgt für noch mehr Tempo auf unseren Flügeln. Danny Blum, für die Testspiele hier im Trainingslager noch keine Option, obwohl er jetzt so ganz langsam auch schon wieder an die Mannschaft herangeführt wird, aber dennoch mit unserem neuen Reha- und Präventionscoach Benedikt Oppenhäuser immer noch zwischenzeitlich einsam seine Runden um den Platz dreht. Also bei Danny Blum wird es noch ein bisschen dauern, bis der wieder hier ins Spielgeschehen und in den Spielbetrieb eingreifen kann. Und bis dahin ist auf jeden Fall mit Jimmy Anfiadjei zu rechnen. Auch einer, der super ins Profil von Sebastian Schinzilorz passte, unter anderem nicht nur aufgrund seines Tempo und der Dynamik. Nächste Chance für Parma. Juan Francisco Brunetta, das war der Kollege, der auch schon gleich die erste Torchance vorbereitet hat und auch zwischenzeitlich schon mal einen Schuss wagte. Der war jetzt schon ein bisschen knapper, wenn auch hier immer noch buchstäblich Luft nach oben war. 18. Spielminute. Die nächste Torabschlussaktion der Schwarz-Weißen. Ja, Thomas Reis ein wenig zur Improvisation gezwungen. Eduard Löwen ist bei den Olympischen Spielen, hat dort morgen seinen ersten Auftritt, 13.30 Uhr gegen Brasilien. Also ob er dort morgen seinen ersten Auftritt hat, entscheidet noch Stefan Kunz. Aber er ist auf jeden Fall im relativ überschaubaren Olympiakader. Der wurde ja von Zeit zu Zeit mehr und mehr ausgedünnt. Danilo Suarez hier im Luftduell mit Simon Sohm und der bleibt erstmal benommen liegen. Schauen wir nochmal, Danilo schaut auf den Ball, erwischt ihn auch leicht. Simon Sohm kriegt ihn jedenfalls voll ab und ist am ehesten noch an der Seite von Danilo getroffen worden. Da ist dann auch der vollständige Name des Schweizers mit den nigerianischen Wurzeln zu sehen, Simon Solomon Junior Sohm. Wollen wir mal hoffen, dass es ihm gleich besser geht. Weil ein Kopftreffer bei diesen Temperaturen
Also grundsätzlich sind ja Kopftreffer schon nicht schön, aber bei diesen Temperaturen hier nochmal eine Nummer schärfer. So, und während die Parma Ultras von außerhalb ihr Team unterstützen, holt sich Manuel Riemann nochmal seine Jungs zusammen. Es herrscht erhöhter Redebedarf, all dieweil. Man hat es ja am Chancenverhältnis gesehen. Der Zugriff auf die Jungs in Schwarz und Weiß noch nicht so optimal klappt. Das waren definitiv zu viele Torchancen. Da waren ja auch schon zwei oder drei bei, die durchaus das Prädikat hochklassig hatten. Hochklassig auch unsere neuen Trikots. Kein Brimborium, da bleiben wir bei auf jeden Fall. Egal ob mit der Nadelstreifenandeutung in Flutlichtblau oder aber mit dem wunderbaren Flutlichtton. Andere würden das ein schnödes Weiß nennen, nicht wir. Wir nennen das Flutlicht. Da sind sie, unsere neuen Schätzchen. Könnt ihr sofort ordern. Bei den Blauen, das habt ihr auch mitbekommen, wird es allerdings ein bisschen dauern, bis die in Standard-Fit ausgeliefert werden können. Da waren wir ja europaweit nicht alleine von betroffen, von dieser Problematik, dass es zunächst nur eine Slim-Fit-Auslieferung gab. Das betraf auch jede Menge andere Vereine quer über den Kontinent. So, aus dem Schweizer wird jetzt erstmal ein Dieter Hoeneß Gedächtnisspieler. So, erstmal mit einem Turban. Ist die Frage, geht es denn dann auch weiter für ihn? Aktuell Parma zu 10, jetzt kommt Sohm zurück. Valenti bei den Italienern im Abwehrzentrum. Buffon sucht einen Anspielpunkt. Sucht Benedicak, den lang aufgeschossenen polnischen Stürmer. Da gehen beide zum Ball. Der Schwarz-Weiße bleibt liegen. Der Schiedsrichter entscheidet dennoch auf Freistoß für den VfL. Weiter geht's aber schon über Takuma Asano und ein Torabschluss, wenn auch rechts vorbei. Strammer Schuss, gutes Tempo. Noch leichte Probleme bei der Zielorientierung. Osterhage setzt jetzt unter Druck, holt sich dann den Ball. Lucia, schöne Weiterleitung auf Azuma, raus auf Silver Gongula. Azuma bekommt den Ball. Schön zurückgelegt, aber Osterhage bleibt dann an einem italienischen Abwehrbein hängen und schon läuft der Gegenstoß über Brunetta, Mann. Duell gegen Jimmy Andrea Jay, Sohm, Brunetta, Robert Tesche rückt vor, Kutzka. Und daraus entsteht dann erstmal nix. Osterhag, Saulo De Carli. Hier schon ein bisschen näher an seiner Heimat, dem Tessin, dran Lampropoulos, raus zu Lucia, Gamboa,
Abbrechen. Beccarli, der VfL schiebt vor. Lampropoulos. Alle Italiener in der eigenen Hälfte. Lampropoulos, Gamboa, dann aber erstmal auf Nummer sicher. Und Aufbauspieler Manuel Riemann, guter Ball auf Suarez. Aber Andrea Jay, keine Chance gegen Bollock. Und der sucht Gigi. Dosier dazwischen, aber Dennis Mann mit der Kugel und dann geht es doch wieder hinten rum und schon wieder sind wir bei Gigi. Punktgenauer Pass zu Brunetta. Dennis Mann. Bollock. Parma baut zumeist über die rechte Seite auf. Kuzka, Fepas, Gamboa zu Manuel Riemann. Der kann es ja rechts wie links. Die Weite mit dem linken Huf stimmte die Präzision in dem Fall nicht. Rodrigo Lautaro Valenti heißt der junge Mann mit der Nummer 4, Argentinier. 22 Nationen im Kader von Parma Calcio verzeichnet, zumindest was den Eintrag bei Transfermarkt.de angeht. Wir haben hier eine Mannschaftsaufstellung bekommen, wo der ein oder andere neue Name drauf zu finden war. Angesichts dessen haben wir allerdings auch mal unseren Kader gecheckt und wenn man all die Doppelnationalitäten, zum Beispiel bei Andrea Jay, Ghanaisch schon Deutsch, oder Eduard Löwen, Russisch und Deutsch berücksichtigt. Dann kommt man auch schon auf 20 Nationen. So, der Kollege mit der Kopfbedeckung nach dem Zweikampf gegen Danilo Suarez, Simon Sohn, Valenti, mit dem langen Diagonalball, der allerdings ein gutes Stück zu lang gerät. Auf Stanko Juric hätte das Zuspiel kommen sollen. Patrick Osterhage. Schneller Vorstoß. Gongula zeigt an. Ich bin da. Versucht Asano, der in der Zentrale auftaucht, flach zu erreichen. Versuch ist gelungen. Und das ist Christian Gamboa, wie wir ihn kennen. Voller Einsatz, sagte gestern auch im Interview. Weniger als 100% auf dem Platz kann ich nicht geben. Egal ob mit 7 oder mit 11 Tassen Kaffee. Guter Schnittstellenball, aber der als Torwart getarnte Libero Manuel Riemann riecht das und fängt die Kugel ab. Asano. Auch mit ihm hatten wir hier schon die Gelegenheit und auch die vor Ort anwesenden Medienvertreter zu sprechen. Und auch er sehr, sehr sympathisch, hat uns so ein, zwei Details verraten. Zum Beispiel, dass er insgesamt noch 6 Geschwister hat, 5 Jungs und eine Schwester. In der Reihenfolge der 6 Jungs ist er Nummer 3. Und demnächst besucht ihn Bruder Nummer 5, um als persönlicher Koch für Takuma Asano zu fungieren. Bruder Nummer 6 ist schon in Deutschland, wohnt in Düsseldorf und wird von Asano, der übrigens in Bochum wohnt, er sagt, ich habe es nicht gerne so weit zu fahren zum Trainingsplatz. Ich möchte mich hier voll und ganz auf meinen Job konzentrieren. Und dem Bruder in Düsseldorf, wo naturgemäß eine große japanische Gemeinde ansässig ist, den besucht er dann an seinen freien Tagen. Ihm gefällt super im Ruhrgebiet, ihm gefällt es auch hier super in Geis. So heißt nämlich unser Ort, an dem das Hotel Vinca angesiedelt ist. Guter Vorstoß hier übrigens von Jimmy Andrea Jay. Pech gehabt. Ja, ihm gefällt es auch in Geis. Wie gesagt, bisher Top-Bedingungen.
und auch ein Top-Gegner fürs heutige Testspiel, wie man jetzt schon sieht. Parma bringt dann schon eine ganz andere Qualität auf den Rasen, als das so mancher Testspielgegner vorher tat. Aber das ist ja auch genau so gewollt, dass man sich dann kontinuierlich steigert, was die Qualität der Testspielgegner angeht. Pfiff von Referee Nicolini. Großer Widerspruch von Juan Brunetta. Entscheidung, wie man sah, dennoch richtig. Sylvain Gonvola. Frei durch. Allerdings hat der Mann an der Seitenlinie. Das ist Herr Regattieri. Wenn ich das hier richtig überblicke. Der hat was dagegen und hebt die Fahne. Ja, Geis, unseren Ferienort, habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Schmuckes Dorf, liegt auf 840 Meter Meereshöhe. Vereint die Ortsteile Tesselberg, Mühlbach und Uttenheim. Und ist nicht nur landschaftlich ein echtes Kleinod, sondern hat auch in kultureller Hinsicht einiges zu bieten. Unter anderem die Schlösser Kehlburg und Schloss Neuhaus. Hat nichts mit Paderborn zu tun, sondern liegt wirklich oberhalb von Geis. Und haben wir gestern unter anderem mit Sebastian Schinzilords besucht. Ihr werdet es wahrscheinlich, wenn ihr unsere Social-Media-Kanäle verfolgt, auch schon gesehen haben. Ganz wunderbarer Blick über Geis und auch über den Trainingsplatz. Das Trainingsgeschehen hatten wir davon gestern. Geis hat ein weltweit einzigartiges Feuerwehr-Helm-Museum. Also wer in diesem Segment Interesse hat, kann hier gerne mal herkommen. Wir haben jetzt allerdings Interesse daran zu beobachten, was Parma macht. Und Parma hat die nächste Chance. Allerdings hat der Kollege Benedicak im Sturmzentrum ähnliche Probleme wie vorhin Jimmy Andrea Jay. Gute Schussposition eigentlich, aber leider das Spielgerät nicht getroffen. Vorlage kam wieder von Brunetta und dann das Luftloch von Benedicak. Hier kein Luftloch von Simon Sohm. Er hat sich gemerkt, wer für den Torwart mitverantwortlich war und versucht, Soares am Knöchel zu erwischen. Versuch gelungen, keine Verletzung bei Danilo. Dennoch Freistoß für den VfL. Soares selbst nimmt sich die Ausführung. Schöne Variante. Jimmy Andrea Jay und dann zeigt Buffon, warum ihn Parma zurückgeholt hat, den verlorenen Sohn. Eckball für den VfL und die beste Möglichkeit bisher für die Jungs in Flutlichtblau. Schöne Variante, sehr gut gesehen von Danilo Soares. Und Jimmy Andrea Jay mit seinem etwas schwächeren linken Fuß peilt die kurze Ecke an, aber das Knie von Buffon ist da. Lenkt zur Ecke ab. Asano. Guter Versuch. Aber erstmal geklärt von Parma. Soares. Und Neuaufbau über Manuel Riemann. Bruno Esser fehlt auch heute im Aufgebot. Hat sich heute beim Training mit der letzten Aktion tatsächlich ein bisschen was am Knie zugezogen. Er selber gab jetzt erstmal schon mal leichte Entwarnung vorhin. Aber als Vorsichtsmaßnahme wird er heute nicht spielen. Deswegen wird in der zweiten Halbzeit womöglich Tjaak Ernst, der jüngste unserer vier Goalkeeper, zum Einsatz kommen. Immer noch Bambule außerhalb des Zauns. Die Parma Ultras geben alles. Und auch Takuma Asano gibt alles und wird immerhin mit einem Einwurf belohnt. Gonvola, schön um den Gegenspieler rumgedreht und dann, ich gehe mal davon aus, das war tatsächlich ein Torschuss, mit dem Abschluss. Da können wir jetzt noch entscheiden, war der eher weit drüber oder weit vorbei. Auf jeden Fall war weit mit dabei. Ja.
jetzt schiebt er schon wieder vor. Der Silver auf Gigi Buffon. Der findet zwar seinen Mitspieler, allerdings der Kopfball dann ins Aus. Lampropoulos, Saulo De Carli. Und selbst Saulo, der normalerweise lange Ärmel bevorzugt, sagt sich bei 32 Grad ohne Schatten. Und wie gesagt, auf dem Platz dürfte es noch wärmer sein. Heute mal in kurz. Riemann auf Gongula. VfL bleibt über Umwege im Ballbesitz. Nochmal De Carli. Seitenwechsel. Gelungen. Danilo Soares. Flanke. Mit der nötigen Schärfe auf jeden Fall. Und dann gehen auch die Italiener auf Nummer sicher. Bevor da was anbrennt, obwohl kein Gegenspieler hinter ihm war, sagt sich Riccardo Gagliolo. Erstmal zur Ecke klären. Und auch von der anderen Seite schnappt sich Takuma Asano die Kugel. Dritte Ecke für den VfL. Die ersten beiden von links und diese jetzt mal vom rechts. Und am langen Ende schnappt einer zu und der trägt rot und schwarz und heißt Gianluigi Buffon. Gutes Vorchecking des VfL. Toto Lucia klaut sich den Ball. Von Stanko Juric müsste es gewesen sein. Soares. VfL zwischen mit deutlich besseren spielerischen Momenten auf jeden Fall. Kopfball, nächste Torgelegenheit für Asano. Allerdings, da war die Entfernung zu groß. Druck hat er zwar hinter den Ball gebracht, aber aufgrund der Wegstrecke ist das dann kein Problem mehr für Buffon. Signore Nicolini hat kein Verständnis dafür, dass unser griechischer Kühlschrank hier aufräumt. Und pfeift Freistoß für Parma. Kutzke. Und auch das gelingt nicht. So, jetzt werden auch, nachdem die Ultras schon in Vorlage getreten sind, jetzt wird dann auch die Tribüne ein bisschen wacher, die sich allerdings auch im Laufe der Zeit ein wenig mehr bevölkert hat. Osterhage wird gefoult. Für Nicolini zu wenig. Dennis Mahn, Danilo Soares, schönen Zweikampf. Einwurf für Parma. Langer Ball auf Brunetta. Und der nächste Versuch, der landet allerdings irgendwo kurz vor Bozen. Stanko Juric. Der Mann mit der Nummer 10. Lampropoulos. Diagonalball. Gamboa wird unterlaufen. Kein Fall für Signore Nicolini. Sah aber immerhin spektakulär aus und glücklicherweise verfügt unser Costa Ricaner auch
über einen stabilen Bandapparat in der Schulter. Gongwula gegen Buffon. Suarez, Osterhage gegen Kuzka. Der slowakische Routinier im Duell der Sechser bleibt Sieger. Von den beiden Goalies übrigens, das ist jetzt, wenn nur 250 zugelassen sind, auch wieder sehr schön zu hören, ist der VfL-Keeper der deutlich aktivere und lautstärkere. Danilo auf Lampro, Saulo De Carli. Und wieder. Alle Männer in Weiß und Schwarz in der eigenen Hälfte. Pressing-Opfer ist Saulo De Carli. Ball geht ins Seitenhaus. Jimmy Antwer Jay, Duell gegen den jungen Oton Barlock. Und Ballgewinn für den VfL. Weiter Einwurf von Antwer Jay, aber Gongwula kommt nicht dran. Lunetta, Mann, Suarez, sehr gut, wie sich Danilo diesen Ball zurückholt. Zu dem wuseligen Takuma Asano. Osterhage. Im Duell gegen Borlock, aber da bleibt jetzt der Ungarsieger. Fehlpass von Riemann, der könnte teuer werden, aber Abschluss zu zentral von Daniele Jacoponi. Scheint auch noch einen Bruder im Team zu haben, jedenfalls ist er ein Simone Jacoponi auch noch aufgeführt. Vielleicht sehen wir den in der zweiten Halbzeit. De Carli, der ist definitiv ohne Bruder hier. Danilo Suarez, Jimmy Antwier Jay. Kein Einwurf, Ball noch im Spiel. Das Ganze hier vor unserem TV-Turm. Ich sitze direkt darunter, muss allerdings die ganze Zeit auf den Screen gucken, weil vor mir mehrere Sonnenschirme ein- und ausgeklappt stehen, sodass ich keinen direkten Blick aufs Spielfeld habe. Aber funktioniert hier alles prächtig. Hat Robert Tesche mal wieder den Warten gerochen, aber leider im zweiten Step hängen geblieben. Und Dennis Mahn kommt bei der Sortierung seiner beiden Hufe leicht durcheinander. Deswegen Einwurf für den VfL. Da haben wir nochmal die Chance vorbereitet von Manuel Riemann. Abgeschlossen von Jacoponi und gehalten ebenso von Manuel Riemann. Robert Tesche unter Druck gesetzt. Juric, Mann, Brunetta, Mann. Das sind so diejenigen, die neben Kuzka und Sohm wahrscheinlich die meisten Ballkontakte auf Parmas Seite hier bisher zu verzeichnen hatten. Juric jetzt mal auf der Seite, auf der sich normalerweise Mahn tummelt. Danilo Suarez unterbindet den Doppelpass. Aber Parma jetzt schiebt in unsere Hälfte hinein. Jetzt ist der VfL mal gezwungen, mit allen Feldspielern auch in der eigenen Hälfte zu verteidigen.
Juric, Sohm. Borlock mit der Seitenverlagerung. Gamboa und Einwurf für Parma. Ja, durch den Ausfall von Herbert Bockhorn, gute Besserung an dieser Stelle noch an Herbie. Sind wir mal gespannt, wer dann in der zweiten Halbzeit für Gambo den Dienst auf der rechten Seite verrichtet. Tarsis Bonga war bis dato in den Testspielen eine Option. Ahmed Bella Kotschab könnte die Position auch spielen. Und Parma jetzt mal wieder mit einer Druckphase. Bonetta sucht eine Schussposition, findet sie dann letzten Endes auch, aber das war jetzt nur nichts, was es eventuell sogar in den Halbzeitrückblick schaffen könnte. So, die Sonne krabbelt hier langsam rum und auch unter meinen Sonnenschutz. Das heißt, wir richten uns schon mal für die zweite Halbzeit auf Muckeligkeit ein. Es ist wirklich sehr, sehr heiß hier. Entsprechend jetzt natürlich auch kein Spiel mit absoluten Topspeed, aber auch das ist verständlich. Dennoch, beide Mannschaften schenken sich nichts und das ist schon mal ganz gut so. Lucia. Danilo geht mit. Suarez, Anspieloption, Gimian Vergey kommt jetzt. Und am Ende Ecke für den VfL. Müsste Eckball Nummer 4 sein, die dritte von der linken Seite. Ein Fall für den Jaguar. Nachspielzeit schon erreicht, aufgrund der Verletzungsunterbrechung von Simon Sohm. Da sehen wir Enzo Maresca, den neuen Mann an der Seitenlinie bei Parma. Asano auf den ersten Pfosten. Lucia steigt hoch. Und das war dann auch die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit. 0:0 zwischen dem VfL und Parma Calcio. In der Halbzeit werdet ihr wie gewohnt die Highlights zu Gesicht bekommen. In der Zwischenzeit kann ich euch dann noch mal ein bisschen was hier zur Ferienregion Kronplatz Bruneck erzählen. Muss allerdings jetzt erstmal einen Schluck trinken. Wie gesagt, angesichts der Temperaturen sicherlich eine gute Wahl. So, da geht es dann auch schon los. Das ist eigentlich schon die zweite oder dritte Möglichkeit, die Parma hatte. Am Ende kein Problem für Manuel Riemann. Das war noch mit die beste Gelegenheit für Parma. Erst Dennis Mahn und dann im Nachschuss Juan Brunetta. Erst klärt Manuel Riemann, dann Vassilios Lampropoulos. Gute Chance auch hier für Brunetta, aber über den Querbalken. Beste Gelegenheit für den VfL durch Jimmy Antwi Adjei. Aber Gigi Nationale macht das kurze Eck zu. Ecke für den VfL, die danach allerdings nichts einbrachte. Dann Manuel Riemann, ungenaues Zuspiel, allerdings der Abschluss dann von Jacopono. Zu harmlos, das waren sie, die Highlights. Was wir noch nicht hatten, war gleich in der ersten Minute eine Chance für, ich meine, es wäre Adrian Benedicak gewesen, auf Vorlage von Brunetta. Der Ball ging knapp rechts vorbei. So, zweite Halbzeit, sind wir gleich gespannt drauf. Wie gesagt, ich trinke erstmal einen Schluck und dann gibt es gleich noch ein paar Infos hier zur Ferienregion Kronplatz Bruneck, zur VfL Fußballschule, was wir Neues so im Angebot haben, bei uns im Merchandising, wie der weitere Sommerfahrplan ausschaut, was ist mit Pokal, was ist mit Liga und. Bis gleich.
es ist Horst, bitte, bitte setz den Kalle nieder, wir kriegen Probleme. Der Cortesia sedete di tutti, riceviamo dei problemi che non vogliamo tutti, grazie, prego. So, bevor es gleich weitergeht hier in Brixen, nochmal so ein bisschen was. Zum einen zu unserem Presenter der Ferienregion Kronplatz Bruneck. Da hätten wir noch so ein paar Informationen, zum Beispiel zur Stadt Bruneck. Das ist hier in der Region erstmal die größte Stadt mit knapp 17.000 Einwohnern. Und dort, nämlich in Bruneck, laufen die Fäden zusammen hier, wo das Taufra-Ahntal und das Gardertal ins grüne Pustertal münden. Da sind ganz schön viele Täler auf jeden Fall. Wo die Ahr, das ist einer der Flüsse, in die Rienz fließt. Da trifft man das moderne Flair, da trifft modernes Flair auf das urtypische Südtirol, das wir auch schon hier zur Genüge kennenlernen durften. Und das spiegelt sich wieder in Form von Architektur, Kultur und Freizeitangeboten und auch natürlich der Charakter der Stadtbewohner wird dadurch hervorgehoben auf jeden Fall. 2009 wurde Bruneck zur lebenswertesten Kleinstadt Italiens gekürt, immerhin. Und dass man hier ganz fantastisch leben kann, das durfte man natürlich auch schon in der Gastfreundschaft hier kennenlernen und natürlich auch buchstäblich am eigenen Leib erfahren. Bruneck ist der geografische, kulturelle und wirtschaftliche Mittelpunkt des Pustertales mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Festen und Top-Events ist Bruneck Anziehungspunkt für Besucher aller Altersklassen. Bruneck liegt auf 835 Meter Meereshöhe. Zum Vergleich, Gais liegt 5 Meter höher, also 840 Meter. Und Bruneck befindet sich inmitten eines weiten Talbeckens, umrahmt von hohen Bergen. Im Norden grenzt das Ahrntal mit seinen Gletschern an der Zillertaler Alpen, im Süden dann an das Gardertal mit seinen Dolomitenspitzen. Bruneck's Geschichte. Bruneck wurde erstmals 1256 urkundlich erwähnt und um das Jahr 1250 herum erbaute der Brixener Bischof, also einer hier aus der Stadt und aus der Gegend, der Brixener Bischof Graf Bruno von Wullenstetten und Kirchberg auf dem Schlossberg eine Burg und legte damit den Grundstein für die 1256 urkundlich erwähnte Stadt. Als einzige Stadt des Pustertales wurde sie durch den lebhaften Handel bald der wirtschaftliche Mittelpunkt, entwickelte sich in der Folgezeit aber auch zu einem Kulturzentrum. Und das merkt man auch noch heute auf jeden Fall. Die ca. 17.000 Einwohner, also der letzte Stand von 2019, da ging es auf die 17.000 zu. Hier strecken sich städteflächen technisch auf eine Fläche von ca. 5.000 Hektar. Die Ortsteile Reischach, St. Georgen, Stegen, Aufhofen, Dietenheim, Lunz und Amanten bieten dem Feriengast, und davon gibt es hier auch reichlich, gut 5.000 Gästebetten. Zudem ist Bruneck das Einkaufszentrum des ganzen Pustertales und heute zählt die Stadtkasse, so heißt sie, zu den schönsten Einkaufsstraßen Südtirols. Wer also nicht nur Wandern mit dem Fahrrad fahren oder Nordic Walking betreiben will oder sich, wie man das auch bei uns in Gais ganz gut machen kann, einfach nur an den Naturteich legt, der wird hier auf jeden Fall fündig. Fündig könnt ihr auch werden, wenn ihr euch für unsere neuen Trikots interessiert. Da sehen wir schon die Jungs, die in der zweiten Halbzeit auflaufen werden. Ahmed Bella Kotschop ist dabei, Miloš Pantovic habe ich gesehen, Raman Čipser, einer mit Italien-Erfahrung, hat ja lange Zeit genug hier gespielt und da ist ein Eigengewächs, Torhüterwechsel, Tjaak Ernst, Sohn vom ehemaligen Bochumer Goalkeeper und späteren Vorstandsmitglied Thomas Ernst, spielt in der zweiten Halbzeit. Ahmed Bella Kotschop ist dabei, hatte ich gerade schon gesagt, da seht ihr Miloš Pantovic und die Jungs alle in unseren neuen Trikots. Flutlichtblau, so heißt die Farbe auf jeden Fall.
Das erinnert so ein bisschen an die Good Old Days in den 80ern, ne? Als der Fußball einfach nur Fußball war, bodenständig, ehrlich und nahbar. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Ein Fußball, wie auch eigentlich sein sollte, ne? Nämlich keine Nadelstreifen, kein weißes Ballett, kein Brimborium, einfach nur Kastropper Straßenfußball. In Optik und Form erinnern diese Trikots. Zweite Halbzeit sehen wir dann auch. Toto Lucia ist runter, Capitano ist Robert Tesche. In Optik und Formen, die Optik, Form und Linien der Trikots erinnern an das Ruhrstadion. Ne? Da finden sich Elemente von im Trikot-Design wieder. Und wieder auf dem Platz auch Signore Nicolini und Palma Calcio. Und somit kann es dann auch weitergehen. Wenn ihr euch die kaufen wollt, die dunklen Trikots in Flutlichtblau und die weißen Trikots in Flutlicht, die sind ab sofort erhältlich in den Fanshops, Stadioncenter und Ruhrpark, sowie im Online-Shop des VfL. Los geht's mit der zweiten Halbzeit, Anstoß Parma. Es wurden zwar die Mannschaften munter durchgetauscht, ich sage euch gleich, wer noch alles dabei ist, Schumann und Wotny beispielsweise jetzt gerade in vorderster Front. Er setzt Sylvain Gonvola und darf dann auch den Ersatzmann für Gigi Buffon schon mal testen. Das ist der Kollege mit der Nummer 12, Filippo Rinaldi, steht jetzt im Kasten von Parma. Und die erste Ecke für den VfL gibt es nach diesem wunderbaren Vorstoß oder dem schnellen Vorstoß jetzt von Schumann und Wotny. Leichtes Missverständnis hier zwischen einem ebenfalls neuen Mann. Schumann dazwischen schiebt beide weg und deswegen Ecke für den VfL. Auf dem Platz geblieben ist Takuma Asano. Der kümmert sich dann auch um diese Ecke. Relativ flach hinein. Jacopone, der ist auch noch geblieben. Lampropoulos steht noch auf dem Platz, wie wir sehen. Ramon Schipsa mit dabei. Lampro erstmal mit dem Ball zurück zu Thomas Ernst. Ach, Thomas Ernst sei schon. Schön wär's. Tjaak Ernst, die neue Generation ist da. Ist noch U19 spielberechtigt, allerdings die Saison erstmalig voll und ganz bei den Profis mit dabei, nachdem er in der vergangenen Saison schon recht regelmäßig auch an einem Fördertraining sozusagen bei den Profis teilgenommen hat. Auch wieder einer aus dem eigenen Talentwerk, ähnlich wie, den sehen wir vielleicht auch noch in der zweiten Halbzeit, Luis Hartwig beispielsweise, der ist schon mit einem Profivertrag ausgestattet. Saulo De Carli hier im Laufduell mit einem ebenfalls neuen Mann, Giacomo Marconi mit der Nummer 20. Aber Saulo grätscht ihn locker ab. Einwurf für Parma. Tesche, für euch der Spieler der Saison 2020-21. Gestern großes und langes Interview. Robert Tesche und Toto Lucia, die beiden Alterspräsidenten sozusagen beim VfL. Da kam natürlich auch seitens der Medienvertreter die Frage auf, wann es denn in Richtung Traditionsmannschaft und Atalamek ginge. Haben beide erstmal zur allgemeinen Beruhigung abgewunken und gesagt, das dauert hoffentlich noch eine Weile. Auf der linken Seite führt Danilo Soares und auch, aber ihr habt das auch schon gesehen, mit neuer Frisur Maxim Leitsch, noch so ein Eigengewächs. Foulspiel. Und jetzt hat Signore Nicolini zum ersten Mal so ein bisschen Erklärungsbedarf. Ja, Fuß schön stehen lassen. Foul gegen Milos Pantovic, Freistoß für den VfL De Carli. Zu den Preisen von unseren neuen Trikotschätzchen komme ich dann gleich nochmal. Della Kotschap, Ball ist noch im Spiel. Jacopone mit der 21, noch ein neuer Mann. Acevedo Junior Hernani, bei Parma nennt ihn nur Hernani oder Hernani Junior, ein Brasilianer. Ramon Schipsa, ein Schritt zu spät. Gegenstoß von Parma, aber Manuel Della Kotschap ist da Tjaak Ernst. Ruhiger Aufbau von hinten heraus. Ramon Schipsa, gute Seitenverlagerung. Arndt Viadjei noch auf dem Platz. Neben den beiden Innenverteidigern Robert Tesche und Takuma Asano.
bestreitet auch er erstmal die zweite Halbzeit. Herr Kotschab. Von der Ferienregion Kronplatz-Bruneck habe ich euch gerade in der Halbzeit vorgeschwärmt. Es lohnt sich wirklich. Und nicht nur des Sommers, also derzeit hier Top-Bedingungen, natürlich auch des Winters. Wer wie ich Skiläufer ist, ihr schaut schon ein bisschen wehmütig auf die Skischaukel Kronplatz beispielsweise hoch und stellt sich vor, wie es hier erst im Winter aussehen mag. Maxim Leitsch, Jimmy Antwiadjei, schneller Antritt über die Seite. Ball liegt auf links, ein bisschen zu viel Fofo dahinter. Dementsprechend geht die Murmel auf der anderen Seite ins Seitenaus. Aber zweiter energische Vorstoß des VfL nach Schomanowotny gleich direkt nach Wiederanpfiff. Und obwohl Südtirol deutschsprachig ist und natürlich vielerlei Hinsicht an die verschwägerte schwesterliche Region Tirol beispielsweise oder an Österreich erinnert, nicht nur von der Sprache her, ist man hier in Südtirol auch ein bisschen stolz, natürlich, dass Italien Europameister geworden ist. Das brachte einer der Senatores, einer der Abgeordneten, am vergangenen Montag auf einer Pressekonferenz in Geis zum Ausdruck. Senator Meinrad Durnwalder, natürlich viele Sympathien auch für die deutsche Nationalmannschaft. Aber als Italien Europameister geworden ist, gab es auch hier in Südtirol diverse Hubkonzerte. Momentan gibt es außerhalb des Stadions wieder massive Anfeuerung für Parma Calcio. Leitsch im Zusammenspiel mit Antwiadjei. Tesche, da war mein Chipsa. Dreimal in die Serie aufgestiegen. Der Ganar, schönes Zusammenspiel. Guter Ball nach innen, aber bevor Nowotny an den Ball kommt, in letzter Sekunde Rettungsaktion von einem Parma-Spieler. Könnte die Nummer 15 gewesen sein. Gucken wir mal drauf. Nein, es war die 16. Und da sind wir bei dem Bruder, den ich vorhin erwähnt habe. Das ist nämlich Simone Jacoboni, wenn es denn Brüder sind. Das entzieht sich gerade meiner Kenntnis, aber bei der Namensgleichheit könnte man fast drauf kommen. Ecke jetzt mal von Miloš Pantovic, schön auf den zweiten Pfosten. Maxim Leitsch fördert die Kugel in die Mitte, Direktabnahme, und Leitsch lässt durchlaufen, weil er sonst im Abseits gestanden hätte. Direktabnahme von Jimmy Antwiadjei. Miloš Pantovic hat dann die sechste Ecke mal nach innen gebracht, nachdem die fünf vorherigen Versuche allesamt von Takuma Asano ausgeführt wurden. Didi Buffon hat schon fertig. Stattdessen nun Filippo Rinaldi im Gehäuse des italienischen Zweitligisten. Raman Cipsa. Ballgewinn, Ballverlust. Beides in einer Aktion. Da ist der zweite, Jacoboni. Maxim Leitsch im Laufduell mit. Ebenfalls neu dabei, Nummer 18. Alles hier auf dem Aufstellungsbogen bei uns ein bisschen unübersichtlich. Deswegen dauert es. Dario Sitz ist ein schöner Name. Er stand, er lief, hat nicht gesessen, aber keine Chance gegen Maxim Leitsch. Tjaak Ernst mit dem Schlag raus. Wie gesagt, noch für die U19 spielberechtigt. U-Nationaltorhüter, großes Talent, große Hoffnung. Und bei denen gehen Papa Torhüter, auch die Mama Kerstin, sehr, sehr erfolgreiche Fußballerin.
wenn auch nicht im Tor. Das sollte was werden. Simone Jacoponi. Hernani, aber weg ist der Ball. Denn Chips hat ihn. Chips, Spitzname von Raman Chipsa. Lampropoulos und De Carli im Zusammenspiel. Tesche bietet sich an. Gut, Takuma Asano gefunden. Der legt sich den Ball zu weit vor. Deswegen sofort wieder flotter Wechsel. Hin von Flutlichtblau zu Weiß-Schwarz. Daniele Jacoponi bleibt aber an Amel Belakotschap hängen, der, man ahnte es schon zur Halbzeit, einer von zwei Kandidaten war, der Christian Gamboa würde ersetzen können. Auf der rechten Außenverteidigerposition hat er in der vergangenen Saison das ein oder andere Mal schon gespielt, beziehungsweise sogar in der vorvergangenen Saison schon. Ist also nicht gänzliches Neuland für den Jungen aus unserem Talentwerk, der jetzt hier allerdings im Duell mit Hernani sich ein Dribbling zu viel erlaubt. Stattdessen nun Parma wieder im Ballbesitz und auch schon in einer durchaus interessanten Zone. Tesche will den Freistoß, bekommt ihn nicht. Stattdessen gute Gelegenheit jetzt für Parma und knapp drüber. Abschluss durch, wenn ich die Rückennummer sehen kann, dann kann ich auch mit dem Namen aushelfen. Hernani, Jacoponi und dann mit der 20 Giacomo Marconi übers Tor. Erste Gelegenheit für Parma im zweiten Durchschnitt. Durchschnitt ist klar, im zweiten Durchgang, so muss es richtig heißen. Raman Chipsa. Arme Belakotschap hat hier einen energischen Antritt, verfolgt von Jacoponi, muss abbrechen und wieder hinten rum. So, Ballbesitz für Flutlichtblau, dementsprechend nochmal die Rückkehr zu Flutlichtblau, zu den Trikots, also erhältlich in unseren Fanshops am Stadioncenter und im Ruhrpark sowie im Onlineshop des VfL. Die neuen Trikots sind in folgenden Größen erhältlich: für Kinder in den Größen 122, 128, 140, 152 und 164, für Erwachsene in SML, XL, XXL und sogar XXL. Zudem bietet der VfL in diesem Jahr zum ersten Mal auch Damentrikots in den Größen XSS, ML und XL an. Die Kosten belaufen sich für Kindertrikots auf 54,95 Euro und für Erwachsene und Damen auf 79,95 Euro. Bis dato haben wir von den schönen Teilen 2000 verkauft. Die Kapitänsbinde wechselt, denn Robert Tesche hat Feierabend, geht hinaus, Ehren Maschowitsch wird ihn ersetzen, auch Takuma Asano hat Schluss und Christopher Anvia Jay. Gerrit Holtmann mit dabei, Simon Zoller haben wir gerade gesehen und auch Erhan Maschowitsch jetzt mittendrin im Geschehen und neuer Capitano, somit Vasilis Lampropoulos, griechischer Nationalspieler, letzte Saison auch lange Zeit mit einer Verletzungsproblematik zu kämpfen gehabt, nachdem er zunächst in der Startelf stand. Dann aber sich im Laufe der Saison so. Speedy Holtmann mit einem ersten Vorstoß. Nimmt Raman Chipsa mit. Was macht der? Schussversuch, hängen geblieben. Simon Zoller war in Position gelaufen. Saulo De Carli. Und Zeit, rufen die Kollegen. Neuaufbau über Lampropoulos. Die flutlichtblauen Trikots sind überhaupt nicht das Einzige, was wir aus der Merchandising-Abteilung neu zu bieten haben. Natürlich auch die Gemeinschaftskollektion, die neue Gemeinschaftskollektion mit dem VfL und Fiege. Diese beiden Bochumer Institutionen, die gehören einfach zusammen. Und ich würde mir jetzt auch tatsächlich ein schönes, kühles Fiege-Radler wünschen. Aber man kann ja nicht alles haben. Gutes Wetter, Fußball hier in Brixen und auch noch ein Fiege-Radler. Flanke von Amel Belakotschap vorbei, vor allen Dingen an Freund, nämlich Freund Holtmann und Freund Nowotny und somit keine Chance
Stattdessen aber Freistoß für Maschowitsch. Holtmann. Offenkundig Geschwindigkeitsvorteile gegenüber dem Kollegen da auf der rechten Abwehrseite. Da seht ihr es nochmal, die Dinger in Flutlicht, das ist der weiße Ton, und Flutlichtblau. Da stehen wir nicht nur mit unserem guten Namen für, kein Brimborium, Fußball, wie er sein sollte, bodenständig, nahbar, anfassbar. Halt wie in den 80ern. Und daran angelehnt, an die 80er, sind diese Trikots in ihrer Optik. Richtig schöne Dinger, die wir im letzten Jahr schon richtig gelegen haben mit der Trikotauswahl. Wir auch in diesem Jahr designtechnisch ganz weit vorne mit dabei. Miloš Pantovic mit ein bisschen Glück im Ballbesitz geblieben. Jetzt kommt die Sonne nochmal wieder stärker raus. Kein Vergnügen übrigens für die, die da gerade spielen müssen. Aber also auch nebensächlich. Indirekt auch kein Vergnügen für mich, weil ich jetzt gerade hier an meinem Bildschirm sehr stark geblendet werde. Aber wir versuchen den Überblick zu behalten und ich bin mir sicher, die Übung wird gelingen. Rinaldi zwischen Buffon im Tor abgelöst. Simone Jacoponi. Sehr viel Klangkern, das dann jetzt letzten Endes unterbunden von Schiedsrichter Nicolini. Freistoß für Parma. Freistoß für Gaston Bruckmann. Gaston Bruckmann, bei dem Namen kommt man sofort drauf. Selbstverständlich Argentinier. Armel Bellacocha, festgehalten von einem der beiden Jacoponis. Daniele heißt der Übeltäter. Trikottest, ne, um im Bild zu bleiben. Und wir stellen fest, Flutlichtblau hält auch energische Zupfer aus. Schöner Diagonalball auf Maxim Leitsch, Lampropoulos. Der griechische Kapotanos. Arman Cipsa, Saulo De Carli. Ja, Maschowitsch tobt da auch noch mit rum. Schöne internationale Connection gerade in Flutlichtblau. Saulo De Carli, ihr werdet es bei uns auf den Social Media Kanälen gesehen haben, aller Voraussicht nach, der im Quizduell Simon Zoller mal eben kurz in die Schranken verwiesen hat. Diverse, naja, nennen wir es mal Heimvorteile hatte er. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass die dritte Amtssprache hier in der Region Ladinisch ist. Saulo De Carli wusste das. Jetzt aber muss er sich zu helfen wissen, denn Jacoponi und Hernani Junior sind da vorne. Schöne Finte, legt sich den Ball auf rechts, versucht der Schuss ins lange Eck, aber Armel Bellacocap stellt den Körper dazwischen, sodass Tjark Ernst erstmal gar nicht eingreifen muss. Chance für Parma, Ecke für Parma in der Folge. Da lässt der Maschowitsch mit einer Körpertäuschung stehen. Armel Bellacocap macht die lange Ecke zu. Kurz angezeigt, not in my house, beziehungsweise auch kein Handspiel. Eckball von der linken Seite, auf den zweiten Pfosten gezogen. Lampropoulos geht auf Nummer sicher, köpft erstmal ins Seitenaus. Immer noch Stimmung außerhalb des Stadions, hier in Brixen, wo die Parma Ultras hinter dem Tor von Tjark Ernst zu hören sind. Auf den Rängen, trotz deutlicher Überlegenheit der Einheimischen, also der Italiener, ist es dann doch eher ruhig. VfL-Fans, ca. 40 derzeit da. Ab morgen gibt es Zuwachs auf jeden Fall. Am Samstag sollen es noch mehr werden. Am Samstag dann auch schon, damit wären wir dann auch schon beim Testspielkalender sozusagen, der nächste Test, wieder hier in Brixen, wieder hier in der Raiffeisen Arena. Diesmal ein Verein aus der Serie A, die haben den Klassenerhalt soeben noch geschafft. Der FC Turin, etwas kleinere der beiden Turiner Clubs. Nichtsdestotrotz auch mit großer Historie versehen. Unter anderem
auch schon mal im UEFA Cup Finale gestanden, Ende der 80er, Anfang der 90er. Einen waschechten Europameister in ihren Reihen mit Andrea Belotti, dem Stürmer, der mal eben schlappe 35 Millionen Euro wert ist. Bei den Zahlen und Summen bekommt Sesi ab und zu mal feuchte Augen, aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Und dann heißt es wieder, im Rahmen unserer Möglichkeiten machen wir das, was möglich ist, und wir machen es gut. VfL, apropos gut, mit Ballgewinn. Saulo De Carli. Gerrit Holtmann, mal mit dem Seitenwechsel. Angefangen auf links, jetzt auf der rechten Seite. Marschowitsch, der Mann, der sich jetzt gerade um den Spielaufbau mit kümmern soll. Guter Ball und Schumann Nowotny geht durch. Behauptet den Ball, Amel Böller-Kotschap. Mal mit einem Ausflug nach vorne. Gerrit Holtmann, den Ball auf dem starken linken Fuß, aber geblockt. Von, war es Hernani? Könnte sogar gewesen sein. Marschowitsch. Miloš Pantovic, jetzt mal mit einem Seitenwechsel. Zieht dann wieder ins Zentrum. Lampropoulos mit dem Ball raus. Da jetzt auf der Seite. Gutes Zusammenspiel. Maxim Leit, schlägt er ihn zurück? Nein, versucht Schumann Nowotny zu erreichen. Guter Versuch wieder. Aber im letzten Moment dazwischen mit der Nummer 14. Das war der, der gleich in der ersten Minute der zweiten Halbzeit so ein paar Probleme hatte. Dan Dirks, ein Belgier. Miloš Pantovic mit dem nächsten Versuch. Siebte Ecke für den VfL. Zweite von Miloš. 67. Spielminute. Die erste ging auf den zweiten Pfosten. Die zweite kommt deutlich zentraler, aber Dirks Sieger im Kopfballduell mit Amel Belakotschap. Einwurf für den VfL. Vasilis Lampropoulos, Raman Schipsa. Lampropoulos, Druck gesetzt von Darius Hitz und Tjaak Ernst. Langer Ball, findet kein Bochumer, sondern stattdessen jetzt Parma wieder im Aufbau begriffen. Rinaldi. Frech. Durch die Mitte. Frech für Pantovic. Stattdessen jetzt Umschaltmoment für Parma. Schöner Ball in die Gasse. Tjaak Ernst weit draußen. Marconi fällt. Alle Welt will einen Elfmeter haben. Schiedsrichter Nicolini sagt, nö, lass mal. Und im ersten Step, würde ich sagen, liegt er damit richtig. Ja. Das wird nicht reichen. Da sucht er den Kontakt und fällt dann sehr leicht, obwohl er noch durchaus hätte weiterlaufen können. Martin Leitsch mit dem Ballverlust. Auch das lässt Nicolini weiterlaufen. Und auch diese Textilbremse von Drissa Kamara an Miloš Pantovic. Kann ich mich nur wiederholen. Flutlichtblau hält auch eine Menge aus. So, nach diesem Testspiel hier, weiterer Wechsel bei Parma, nach diesem Testspiel hier
Und dem am Samstag gegen den FC Turin. Am Sonntag geht es wieder zurück in die Heimat. Dann geht es nächste Woche weiter. Vitesse Arnheim, niederländischer Club, kommt. Auch dieses Spiel werden wir live streamen, zumal in Bochum bei dem Spiel, man kennt das ja bei Mannschaften aus den Benelux-Ländern, leider keine Zuschauer zulässig sind, aus Sicherheitsgründen. Aber auch das werden wir euch live streamen und somit aufbereiten und zu Gemüte führen. Das Ganze am 29.07. Anstoß ist, glaube ich, ich muss mal kurz auf den schlauen Zettel schauen, 16.30 Uhr. Und die Generalprobe am 31.07. soll dann im Stadion stattfinden. Da ist ein neuer Rasen verlegt. Dann kann man da auch rein. Alle weiteren Details dazu werden wir euch mit Sicherheit in den kommenden Tagen zukommen lassen. Über den Gegner, über die Anstoßzeit, über das Einlassprozedere, über wer darf überhaupt rein. Da sind ja gerade in Deutschland wieder steigende Inzidenzzahlen zu beobachten. Und dementsprechend muss man ja auf alle möglichen Fälle gewappnet sein. Das Pokalspiel in Wuppertal beispielsweise am 7. August, da hat der WSV ja gestern kundgetan, dass sie den Verkauf dafür erst am 2. August starten werden und dass aller Voraussicht nach nicht viel mehr als 1800 Fans da Platz finden werden, ob Gästefans zulässig sind. Darüber wird noch entschieden, auch auf lokaler Gesundheitsbehördenebene. Das ist leider immer noch so. Wir drücken zwar alle fest die Daumen, dass mit einer größeren Impfbereitschaft und einem größeren Durchgeimpftsein da Besserung eintritt, aber man muss nach wie vor noch vorsichtig sein. In der Bundesliga geht's los gegen den VfL Wolfsburg mit dem Auswärtsspiel am 14. August in Wolfsburg beim Champions League-Teilnehmer. Das wird schon mal eine richtige Hausnummer. Bis dahin gilt es, an der Form zu arbeiten. Und da hilft es auch manchmal, wenn man sich hier in dieser wunderbaren Ferienregion, ihr habt gerade die Einblendung nochmal gesehen, intensiv vorbereitet. Ferienregion Kronplatz Bruneck sei allen wärmstens ans Herz gelegt. Egal ob hier im Sommer bei lauschigen 32 Grad oder auch im Winter bei Glühweintemperaturen. Drissa Kamara am Ball, Steilpass. Jörg Ernst signalisiert akustisch frühzeitig, dass das ein Ball für den Keeper ist. Schneller Abwurf, Erhan Maschovic mit dem Fehlpass, bevor Gerd Holtmann wieder auf der angestammten linken Seite da seinen Gegenspieler davonziehen kann, grätscht der noch mal energisch dazwischen. Lampropoulos. Maschovic unter Druck gesetzt, bekommt den Freistoß. Die Aufdrucke auf dem Trikot seht ihr auch am Ärmel, wie aktiv unser Gesundheitspartner, die Krankenkasse, die auch verlängert hat und dementsprechend weiterhin Bestandteil der VfL-Partnerriege bleibt, wie auch natürlich unser neuer Trikotsponsor Vonovia, nicht nur Naming-Rightgeber vom Stadion und im letzten Jahr ein sehr, sehr starkes Zeichen gesetzt. Die Vonovia SE, der DAX-Konzern mit Sitz in Bochum, den sie vorzeitig verlängert haben bis 2026, was den Stadionnamen angeht. Das heißt, Ruhrstadion bleibt bis mindestens 2026 erhalten. Nun sitzt er auch auf der Brust. Wunderbare partnerschaftliche und auch nachbarschaftliche Sache. 73. Spielminute, die 74. bricht gleich an. Ein Chancenfeuerwerk ist nicht gerade zu verzeichnen gewesen. Da war in der ersten Halbzeit deutlich mehr vor beiden Kästen los. Mit Sicherheit auch den vielen Wechseln geschuldet. Amal Bela-Kotschap muss jetzt aufpassen. Hernani Junior, haben wir vorhin schon festgestellt, der hat es mit den kurzen Haken, aber Amel passt auf und dann im Verbund geklärt. Simon Zoller auch am eigenen 16er unterstützt unseren Youngster hier mit der Rückennummer 37. Heute mal auf der ungewohnten, für ihn eigentlich nicht so gewohnten Rechtsverteidigerposition. Ungewohnt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Wie gesagt, ein paar Mal hat er das ja auch schon sogar in der zweiten Liga gespielt. Maschovic testet die Höhe des Platzes.
Stanko Juric. Weiß ich gar nicht, ob der erneut eingewechselt wurde oder ob er die ganze Zeit auf dem Platz stand. Habe ich jetzt gar nicht so intensiv verfolgt. Simon Zoller wird auf die Reise geschickt. Und bevor was entsteht, sagt sich Jacoboni 2, Simone mit Vornamen. Lieber mal die Murmel ins Seiten aus. Der Ernst, bis dato nicht ernsthaft geprüft. Und er sollte tatsächlich kein Wortspielchen sein. Arme Bella Kocab oder Arman Cipsa, der Mann mit der Italien-Erfahrung, sowohl in Serie B als auch in Serie A, dürfte also schon das ein oder andere Mal auf Parma Calcio getroffen sein. Marsovic schickt Holtmann auf die Reise. Kommt er noch ran? Nein. Da merkt man, dass dann die Beine doch ein wenig schwerer sind, aber dafür sind Trainingslager und Vorbereitungszeiten ja da, dass hier die Grundlagen gelegt werden für eine in der Tat herausfordernde Saison. Klassenerhalt, das ist das erklärte Ziel aller. Schoman Novotny. Schönes Zusammenspiel mit Miloš Pantovic. Jetzt fehlt Schoman natürlich in der Mitte, aber ein Bochumer ist da und es ist derjenige, der die größte Italien-Erfahrung hat. Raman Cipsa mit dem 1:0 für den VfL. Schönes Zusammenspiel auf der rechten Seite zwischen Miloš Pantovic und Schoman Novotny. Doppelpass. Miloš bis zur Grundlinie durch. Verzögert ein wenig und dann ist in der Mitte Raman Cipsa da. Wir gucken uns jetzt in der Slow Motion nochmal an, ob unser Ghanaer seit letzter Saison bei uns beim VfL tatsächlich als letzter am Ball war oder ob ein Italiener den Ball ins Tor gestochert hat. Am Ende ist wurscht, 1:0 Treffer zählt. Pantovic, Cipsa eindeutig vor allen anderen am Ball, bessere Position als sein Gegenspieler. Und bringt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Jubel im blau-weißen Block von meiner Warte aus zur Rechten auf der Haupttribüne. 1:0, Flutlichtblau führt. Die italienische Antwort. Lässt nicht lange auf sich warten. Aber der VfL schon wieder im Vorwärtsgang. Unmut auf der Tribüne links. Da sitzen die Fans von Parma, die da ein eindeutiges Foul gesehen haben wollen. Lässt sich Nicolini auf keine Diskussion ein. Eckball für den VfL. Maxime Bouzy oder Büsi, belgischer, argentinisch-belgischer Verteidiger, beschwert sich da, Ecke trotzdem. Jetzt mal mit dem linken Fuß von Gerrit Holtmann reingebracht, dem zuvor Miloš Pantovic da zweimal aktiv war. Zweiter Ball, Torschütze Cipsa. Armel Bella Kocab verzögert, geht außen dann ran vorbei, lange Schritte bis zur Grundlinie in den Rückraum. Da sind allerdings nur Weiß-Schwarze. Hernani. Gute Ballbehandlung. Hammer bleibt im Ballbesitz und dann, als der Vorteil weg ist, wird abgepfiffen. Bella Kocab räumt Hernani ab. Ja, wir waren gerade beim Saisonstart auch stehen geblieben in Wolfsburg. Erster Heimspiel ist dann gegen den FSV Mainz 05. Auch da natürlich die Frage, wie sieht es aus mit den Karten? Wir haben ja einen neuen Kartenrekord aufgestellt. Über 14.000 Dauerkarten verkauft. Die alte Marke war jene Mitte der 90er zu den UEFA Cup Zeiten. 11.448
war da die Zahl. Da sind wir inzwischen ein gutes Stück entfernt, aber da wird man halt sehen müssen, wie man da vorgeht. Ja, vermutlich gerade in der Anfangsphase die Zahl 14.000 die Kapazität übersteigen dürfte, die wir überhaupt ins Stadion lassen dürfen. So, hier nochmal die Wiederholung des schönen Treffers. Miloš Pantovic nach dem Doppelpass mit Šuman Obotný mit der Vorlage und Raman Čipsa schiebt ein. 1:0 für den VfL. Werner Kocab, Lampropoulos, angelaufen von Trisa Kamara. Tjaak Ernst, mal mit dem linken Fuß. Punkt genau. Aber Holtmann verliert den Ball. Čipsa holt ihn sich zurück. Durchs Mittelfeld. Pass auf. Miloš Pantovic. Rechts geht Amel Bela Kocab mit. Bekommt den Ball. Čips hilft. Miloš läuft in Position. Aber das haben die Hamaristi gerochen quasi. Vor von Čipsa an Kamara. Freistoß für die Weiß-Schwarzen. Schlussphase ist angebrochen, letzten 10 Minuten. Kein Brimborium, radikale Kaufempfehlung für euch. Unsere schönen Schmuckstücke in Flutlichtblau und Flutlicht. In unseren Stores, im Fanshop, am Stadioncenter, im Ruhrpark und natürlich auch im Online-Shop. Kein Problem, diese Aktion hier. Für den einzigen, der nicht in Flutlichtblau heute hier rumläuft, sondern eher in einer Mischung aus Neon-Zitronengelb und leichten Grün. Gerhard Holtmann mit Glück im Ballbesitz geblieben. Jetzt hat er viel Platz. Pantovic hinterläuft, bekommt die Kugel. Zurück zu Gerhard Holtmann. Aber da springt ihm der Ball zu weit vom Fuß. Kamara, Marsovic mit dem Zupfer mit dem taktischen Foul. Im normalen Fußballerleben gäbe es dafür Gelb. Ich kann leider hinter dem Sonnenschirm, der hier vor meiner Optik steht, nicht erkennen, ob Nicolini ihm die Karte gezeigt hat oder ob er ihn nur ermahnt hat. Bis dato ging das alles ohne Gelb ab. Wir erinnern uns an die diversen Trikotbremsen von den Dama-Spielern. Also insofern wird das auch da vermutlich ohne Gelb belassen haben. Rinaldi auf Dirks. Dann Dirks. Der junge Belgier. Auf dieser Kamera. Den jungen Mann von der Elfenbeinküste. Simone Jacoponi. Und dann Dirks. Mein optisch hat er ein bisschen was. So wird er nicht von Pavel Nedved. Hernani, vernascht, Arme Bela Kocab und dann wäre es fast ein Eigentor gewesen. Egal, auf jeden Fall darf Tjaak Ernst auch mal zeigen, wozu er die Torwarthandschuhe angezogen hat und hält sicher. Hernani, auffälligster Spieler bei Parma im zweiten Durchgang, immer wieder im 1 gegen 1. Mit guten Ideen und gutem Durchsetzungsvermögen. Gerhard Holtmann. Ballbesitz bleibt bei Flutlicht Blau. Marsovic, Kocab, da läuft die Kugel ganz gut. Diagonalball, der ist ihm abgerutscht. Das war schon im Moment der Ballabgabe sozusagen spürbar. Šuman Obotný, den richtigen Riecher, aber ein zu kurzes Bein. Hernani, rauf auf. Raus auf Kamera. Arme Bela Kocab. Was macht er? Wartet ab. Stellt dann den Körper rein und bereinigt auch so die Situation. Das war dann wiederum klasse gemacht. Ref, was soll ich machen? Ich bin halt groß, ich bin halt kräftig und der Kollege fällt schnell um. Das könnte in etwa der Dialog jetzt gerade mit Schiedsrichter Nicolini gewesen sein.
Wobei ich über die italienischen Kenntnisse von Amel Bella Gottschalk nicht so sehr informiert bin. Italienische Kenntnisse von Sauri Dicali sind eindeutig besser und erst recht die vom Torschützen Raman Cipsa. Das war dann wiederum der arme Bella Kotschab, den wir kennen. Drissa Kamara versucht nun wirklich alles, um den Elfer rauszuholen. Gelegenheit war günstig. Der Kotschab vergewissert sich, ob Kamara noch laufen kann. Scheint der Fall zu sein. So, schauen wir nochmal drauf. Auf jeden Fall erstmal der Versuch, Kamera vom Ball zu trennen, und Elfmeterreif war es in der Tat nicht. Okay, sehen die Jungs auf der Tribüne von uns aus gesehen links naturgemäß komplett anders. Gerrit Holtmann bleibt zwar im Ballbesitz, aber Valica Giovanni Valica hat dann am Ende kein Problem. Jacoboni, Dirks, Schumann Novotny läuft ihn an. Maršović aufmerksam und Novotny schon wieder im Vorwärtsgang. Gerrit Holtmann schiebt nach und zwingt Parma zumindest dazu, erstmal den langen Ball zu wählen. Hernani. Erster Sieger gegen Amel Bella Kotschab. Das war ein bisschen schlecht. Hernani überholt. Kamara, was macht der? Ja, sehr gut verzögert und gewartet und getrichtert, wie er so schön heißt, auch von Saulo Dicali. Flügelwechsel von Holtmann zu Zoller. Aron Cipsa im Duell mit Stanko Juric behauptet sich. Propolos, Saulo Dicali, Amel Bella Kotschab. Auch bei ihm, dem Kraftpaket, hat man gerade schon gemerkt, dass die Schritte ein wenig schwerer werden. Herr Maršović. Kotschab, Flügelwechsel auf Simon Zoller. Knapp am Ball vorbei. Der Angriff der weiß-schwarzen Gegenangriff läuft. Maxim Leitsch. Tjaak Ernst kommt entgegen. Und sehr, sehr abgeklärt gelöst die Situation. Pantovic, Dekali. Langer Ball in Richtung Šumann-Novotný. Keine Chance für den Ungarn, da entscheidend draus Kapital zu schlagen. Dann Dirks, mal mit einem Vorstoß. Magica, Buckmann oder Brückmann, ich weiß gar nicht. Maxim Leitsch. Und wieder Tjaak Ernst. Dirks jetzt eindeutig energischer mit den Abwehraktionen, die offensiv ausgerichtet sind. Maršović, Dicali mit der Seitenverlagerung zu Gerrit Holtmann. Und solange der VfL im Ballbesitz bleibt, kann da auch nichts anbrennen. Maxim Leitsch, Tjaak Ernst, Amel Bella Kotschab. Alles Absolventen unseres Talentwerks. Und die nächsten stehen schon wieder in den Startlöchern. U17, U19 Saison nimmt so langsam konkrete Gestalt an. Die Spielpläne für die Junioren-Bundesliga sind inzwischen veröffentlicht worden. Beide, sowohl U17 als auch U19, beide Bundesligisten starten im September in die Spielzeit. Für beide geht es auch los mit dem Heimspiel. Die U17 erwartet am Wochenende des 11. oder 12. September den Wuppertaler SV. Eine Woche später greift die U19 ein und beginnt mit einem Heimspiel gegen Preußen Münster. Gerrit Holtmann.
Spantovic, Ballbesitz beim VfL. Parma stört in dieser Sekunde nicht allzu energisch, während die letzten zwei Minuten schon angebrochen sind. Ja, was so die zukünftigen und potenziellen Juwelen angeht, es finden auch schon wieder DFB-Sichtungslehrgänge statt. Warten wir den Angriff jetzt hier nochmal ab. Holtmann mit dem versuchten Flügelwechsel, aber Zolli war schon ins Zentrum unterwegs. Der DFB hat drei Jugendspieler des VfL zu Sichtungslehrgängen eingeladen. U17-Coach Marc Meister nominierte Divine Boifo und Lennart Kurt aus der U17 und David Siebers für den Sichtungslehrgang in Basinghausen vom 18. bis zum 24. Juli. Also läuft noch ein paar Tage. U16-Coach Christian Wück schaut sich bis zum 25. Juli, also einen Tag länger, in Duisburg Kajetan Lenz aus der U16 von Simon Schuchert genauer an. Auch bei den VfL-Frauen gibt es News und eine Neuausrichtung. Auch da wurde alles inzwischen mal so ein bisschen auf links gekrempelt. Nicht nur eine neue sportliche Leitung und Geschäftsführung. Dimitrios Pappas, ehemaliger Zweitliga-Profi von Rot-Weiß Oberhausen, ist der neue Trainer der ersten Frauenmannschaft. Als Co-Trainer stehen ihm Christian Göbel und die Spielerin Janine Angret zur Seite. Und die zweite Frauenmannschaft, die in der Westfalenliga spielt, wird fortan von Ersin Ekis betreut. Der 43-Jährige ist ebenfalls, so wie Papas, im Besitz der A-Lizenz und war zuletzt in der zweiten Frauenbundesliga für den SV Berghofen aktiv. Bochumer Vergangenheit hat er dennoch, hat schon mal den SV Hüntrop in der Westfalenliga betreut. Das alles mal so, wo wir hier schon in der Nachspielzeit sind. Schiri Nicolini hat offenkundig Gefallen an der Partie gefunden und Drissa Kamara versucht immer noch in Richtung Elfmeter zu schielen und hat dann nochmal eine Gelegenheit in der 91. Minute, aber der Schuss geht dann doch gut anderthalb Meter am langen Eck vorbei. Wieder das Duell Kamara gegen Amel Bella Kotschab und das war's dann hier aus Brixen, aus der Raiffeisen Arena. Mit 1:0 schlägt der VfL Parma Calcio. Torschütze Raman Cipsar hier beim Abklatschen mit Miloš Pantovic. Schöne Vorarbeit zuvor und eine Kombination von Miloš Pantovic im Doppelpass mit Šuman Novotný werdet ihr mit Sicherheit gleich nochmal in den Highlights sehen. Das soll es von hier und von dieser Stelle aus erstmal gewesen sein. Wir sehen und hören uns wieder am kommenden Samstag, 17 Uhr, gleicher Austragungsort, wieder das Stadion Brixen hier, gleicher Ort für euch auch an den Geräten, nämlich der Livestream bei YouTube. Gegner dann der FC Turin, dann heißt es, die Bundesliga spielt gegen die Serie A. Viel Spaß nochmal mit den Highlights der zweiten Hälfte und mit den Bildern verabschiede ich mich dann auch. Wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen und hören uns wieder am Samstag, 24. Juli, 17 Uhr ist Anstoß. Bis dahin, Glück auf, hier kommt nochmal das Tor des Tages und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dann.